Hallihallo, ihr lieben Freunde der Seelenpartnerschaften, der Liebe, der Verbindungen, der Verschmelzungen, der magischen Geschehnisse, der hohen Seelenverbindungen und diesem ganzen Prozess, der da manchmal stattfindet. Wer hätte das gedacht, dass ich nach eineinhalb, fast zwei Jahren wieder mit Seelenpartner-Readings beginne, beziehungsweise mit Readings zur Liebe und zur Partnerschaft, zu hohen Verbindungen, um da wieder eine Entwicklung hineinzubringen? Ich nicht, aber ich gebe mich immer dem hin, was gerade kommen will und so auch das und ich freue mich irgendwie sehr. Es hat mir auch ein bisschen gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mit meinen Kundinnen immer wieder auch so ein bisschen natürlich mit dem Seelenpartner oder mit den nahen Seelenverbindungen gearbeitet. Das war ja nie weg von mir, aber ich habe tatsächlich keine Readings mehr darüber gedreht. Jetzt fangen wir wieder damit an und in diesem Reading speziell geht es jetzt wirklich darum, um die Liebenden quasi anzusehen, zumindest auf Seelenebene und deren höheren Plan, was hier los ist zwischen ihnen, wenn sie sich in einem starken On-Off befunden haben und jetzt tatsächlich der Kontaktabbruch zumindest irdisch geschehen ist. Ich sehe, er ist natürlich seelentechnisch nicht ganz geschehen. Das heißt, wenn du jetzt hier bist und sagst, nein, ich denke jetzt eigentlich an denjenigen Menschen, da gibt es einen Menschen, den kennst du schon, an den denke ich überhaupt gar nicht mehr, der ist überhaupt nicht mehr irgendwie ansatzweise, kommt der mir in die Gedanken, dann bist du hier nicht richtig. Ja? Für alle diejenigen, die sagen, sie sind hier schon relativ neutral, haben aber hier trotzdem noch liebe Gefühle, wissen, dass da schon irgendwo so ein kleines Ding noch ein bisschen nachhängt aus der Vergangenheit, für die ist das jetzt gedacht. Und ich bin schon sehr gespannt, wir werden dieses Reading ja jetzt jeden Freitag machen, außer in der Sternzeichen-Reading-Woche, zumindest am Anfang nicht, heute haben wir ja immer noch Sternzeichen-Reading-Woche, aber der 8.11. ist ein Frauentag, also herzlichen Glückwunsch, liebe Frau, zum Frauentag, fühl dich geehrt, fühl dich geachtet, geh in deinen Wert, lass dich nicht diskriminieren auf die eine oder andere Art, diskriminiere dich nicht selbst und komm in deiner Fülle, in deiner Freude, in deiner glücklichen Wahrhaftigkeit an, um dich selbst zu erleben. Das wünsche ich dir von Herzen und natürlich auch in einer glücklichen Partnerschaft, wo du auf Händen getragen wirst, wo du den anderen auch auf Händen tragen kannst und wo eben nicht so ein Gefälle ist, wie das natürlich hier in diesen Prozessen natürlich schon meistens der Fall ist, auch wenn wir auf Seelenebene natürlich sehr in Liebe verbunden sind. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier bei diesen tiefen Seelenpartner-Readings auch. Ich mag das Wort Seelenpartner nicht so, ich sage immer Seelensternchen und nahe Seelenverbindungen, weil Seelenpartner sind wir für mich alle. Alle, die wir miteinander jetzt hier uns treffen auf dieser Erde, die wir miteinander etwas tun, sind für mich Seelenpartner. Die nahen Seelenverbindungen haben für mich einfach einen anderen Grund. Und das Schöne ist, und da kommen wir auch gleich zu diesem Reading, auch das liegt hier der Grund. Und zwar das gemeinsame Potenzial der Situation. Und das haben wir hier ganz, ganz klar. Den Schleier flicken, die Vergebung. Ja? Den siebten Sinn eröffnen. Und genau das ist es, was ich immer schon sage. Ja? Die Transformation, die durch diese nahen Seelenverbindungen eingeleitet wird. Dieses Erkennen, wie nah man seiner Schöpfung wird, wenn man sich verbindet. Und was da alles passieren kann, was da alles durch sein System fluten kann, wozu man bereit ist, plötzlich Dinge zu machen, bei sich selbst, aber auch für andere, das ist einfach phänomenal. Ja, und ich glaube, dass ihr alle, die ihr in solchen Verbindungen drinnen seid, in nahen Seelenverbindungen, in sehr, sehr karmischen Verbindungen auch zum Teil oder mit Sicherheit bei den nahen Verbindungen, da spürt man einfach was ganz viel, was da alles möglich ist. Und hier geht es wirklich darum, den Schleier zu lichten und einfach solche Stricke, die sich über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende, über euer ganzes Sein drüber gelegt haben, die so ein bisschen den Schleier des Vergessens auch zum Teil über euch gelegt haben, diese abzubrechen, diese zu spüren überhaupt, diese inneren Konstrukte zu fühlen und sie damit, die Situation, damit in die Vergebung zu bringen und seinen siebten Sinn zu eröffnen, also wieder seine Gaben zu aktivieren. Und das ist tatsächlich das Potenzial, was dich hier mit deinem Seelensternchen zusammengeführt hat, wofür ihr beide gekommen seid. Und natürlich kann das auch, weil wir haben hier die 4 und die 5, kann das natürlich auch einen Fluchtreflex auslösen, kann das natürlich, wenn es um die Vollkommenheit geht, ja, eine Instabilität auslösen, kann zu, na, Flucht habe ich eh schon gesagt, Fluchtreflex, kann dazu führen, dass man mal auseinanderdriftet, bevor man sich wiederfindet, egal auf welche Art und Weise. Ich bin jemand, ich sage, man muss nicht zusammenführen oder zusammenkommen als Paar, kann man aber. In jedem Fall, egal wie man sich dann entscheidet, geht es darum, dass man zuerst vorher wirklich loslässt und wirklich einmal lernt, in der Liebe anzukommen, für sich selbst, aber auch für den anderen.
Ja, das ist hier ein ganz, ganz wichtiger Pfad und dass man seine eigenen Fähigkeiten und Begabungen auslebt. Bei mir war es zum Beispiel so in meinem Prozess, dass ich tatsächlich angefangen habe, in die Selbstständigkeit zu gehen und mich zu eröffnen und einfach ganz viele Dinge plötzlich in die Kreativität umgewandelt habe. Auch mein YouTube-Kanal ist zum Beispiel entstanden, weil ich mich nicht meiner Trauer hingeben wollte. Ich habe viel getrauert, ich war da wirklich in auch einen schweren Prozess natürlich drinnen. Aber ich habe gesagt, so, was gibt mir diese ganze Situation? Was kann ich daraus gewinnen? Und genau darum geht's. Wandle deinen Schmerz in Kreativität um, in Weisheit um, in deine Liebe um, in all das, was dich ausmacht, um und erfahre dich damit neu und selbst. Ja, lass deine alten Konstrukte niederreißen, quasi niederfallen und schau, dass du dir deine Welt erstellst, so wie sie dir gefällt und dass du eben aus Dingen, wo du dich selbst aufgegeben hast, und ich bin mir zu Millionen Prozent sicher, dass jeder von uns, bei mir war es auch so und bei allen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, wir haben einen Teil von uns aufgegeben in diesem Prozess. Wir haben gewusst, wir würden da anders ticken, aber für den anderen haben wir immer und immer wieder mal auf irgendwas verzichtet, haben sehr viel Mitgefühl hineinfließen lassen, sehr viel Verständnis hineinfließen lassen, sehr viele Entschuldigungen hineinfließen lassen, sehr vieles Verstehen hineinfließen lassen. Also immer wieder dieses, ja, aber, na, und dann aber vergessen, wo wir eigentlich selber sind. Ja, wo wir eigentlich selber wollen, dass wir da sind oder dann in so einen Kampfmodus hineingegangen. Und das ist bei allen Leuten, und das waren sehr, 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 sehr viele die letzten Jahre, die ich begleiten durfte, hinaus aus diesen Prozessen, war das tatsächlich der Punkt. Ja, das heißt, hier geht es wirklich darum, sich selbst wieder zu finden, in sich selbst wieder anzukommen und eben seine Fähigkeiten und Begabungen wieder für sich aufzumachen, ja, auf sein Bauchgefühl zu hören, aber trotzdem verbunden zu bleiben miteinander. Das ist so ein bisschen diese Challenge, die so drinnen ist, weil hohe Seelenverbindungen kann man nicht einfach cutten. Die sind einfach, wie sie sind. Ob man das jetzt in einer erfüllten Partnerschaft auf dieser Erde lebt oder eben nicht, das wird sich alles weisen. Ja, manche haben dann einfach einen Partner gefunden zum Beispiel und sind jetzt erfüllt und absolut glücklich. Die denken gar nicht mehr daran, sind aber diesen Menschen trotzdem mit Liebe verbunden, weil erst durch diesen ganzen Prozess, diese alten Traumata, Karma, egal was für Geschichten abgefallen sind und sie in ihrem Wert wieder gekommen sind und dann plötzlich jemanden begegnet haben, der ihnen absolut entspricht. Ja, was dann in 20 Jahren ist, kann man ja nie sagen, aber ich rede jetzt von jetzt. Ja. Das heißt, in Wirklichkeit, wenn wir unser Glück an die erste Stelle stellen, dann sind wir ja mit uns verbunden und sind wir da. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und auch dieses Need, ein bisschen vom Seelensternchen, vom Seelenpartner wegzunehmen, weil solange das da ist, hat es einen Grund, dass es da ist. Ja, also solange wir irgendwo einen Need, eine Bedürftigkeit drinnen haben, hat das den Grund, dass wir draufkommen, dass wir den Schlüssel für uns erkennen und diese Bedürftigkeit lösen für uns. Ja, eine Bedürftigkeit ist nicht ein Bedürfnis, jeder von uns hat Bedürfnisse, sie sind wichtig, wir dürfen auch auf unsere Bedürfnisse draufkommen, allerdings sollten wir unsere Bedürfnisse nie jemanden anderen umhängen und schon gar nicht sollten wir sie dann so einfordern, dass wir in einen Kampf hineingehen und durch diesen Kampf werden wir bedürftig quasi, weil wir wollen, dass sie vom anderen jetzt erfüllt werden. Ja? Das heißt, wir geben unsere Macht ab, wir geben unseren Selbstwert ab und legen das jemanden anderen in die Hände, der in dem Moment aber meistens gar nicht damit umgehen mag, oder es kann, ja, oder beides. Und genau das ist es, dass das jetzt umgedreht wird, dass das jetzt einfach in eine Stabilität findet, weil euer gemeinsamer blinder Fleck ist die Klarheit, die Organisation, Ordnung, Struktur, Disziplin, Abwehr, Gefühlshärte, Kälte, Loyalität, ein aufgeräumtes Haus. Das heißt, euer blinder Fleck ist, dass ihr beide noch nicht eure Kämmerchen aufgeräumt habt. Ja? Jetzt bist du wahrscheinlich schon auf dem Weg. Ich sehe auch da, du hast hier schon 8 der Münzen acht der Wasser erreicht, 8 der Kelche. Das heißt, du bist hier im Prinzip schon auf einem Weg, wo du sagst, ich gehe meinen Weg, weil ich möchte mein absolutes Glück erreichen und das Glück ist da, ich sehe es schon. Ja? Das heißt, die 10 der Kelche sind für dich gar nicht mehr so weit weg und du weißt, du gehst diesen Pfad, du wartest jetzt hier nicht in 8 der Kelche und sagst, naja, schauen wir mal, bis das Wasser wieder weniger drüber wird oder wie auch immer, sondern du bist hier wirklich jetzt bereit aufzubrechen. Ja, alles andere sehen wir dann da. Das sind schon noch Sachen, die natürlich wichtig sind, aber das sehen wir da. Und ich möchte dann auch noch so ein bisschen ein Gespräch von Herz zu Herz am Schluss dann auch noch machen. Aber dadurch, dass ich das jetzt so lange nicht gemacht habe, muss ich ja gleich wieder ein bisschen ausholen da jetzt für euch, weil das ist natürlich auch eines meiner Lieblingsthemen,
Ja, auch wenn ich das Readings im Kollektiv eine Zeit lang nicht mehr so spannend gefunden habe, finde ich es jetzt wieder spannend, weil ja, es ist ja auch so eine Art von Erwachen in sich ankommen wieder und sich auch wieder verbindungsfähig zu machen, sich wieder verbindlich zu zeigen, auch und vor allem wieder ins Vertrauen, in den Selbstwert, in die Selbstliebe einzutauchen und dazu helfen uns ja diese Verbindungen, absolut, auch wenn hart, ja. Genau, also wir sehen hier, du hast hier schon Entwicklung, ist hier stattgefunden, hat schon stattgefunden, sonst wärst du nicht, wo du heute bist. Das sieht man hier ganz eindeutig. Die Bedürftigkeit ist hier nicht mehr so gegeben, aber wir haben trotzdem seelentechnisch noch die Liebe drin. Auch wenn jetzt kein Herz gefallen ist, sind doch einige Kelche und ich spüre es einfach auch ein bisschen drin. Und wir haben hier die 10 der Kelche auch gleich als Situation zum Seelenmenschen hin. Also man sieht schon, dass da noch Liebe vorhanden ist. Wenn du da jetzt schon sehr weit bist, kipp bitte nicht hinein. Ja, seelentechnisch sind wir in solchen Seelenverbindungen immer in Liebe verbunden. Wäre das nicht so, wäre das hier nicht dein Reading. Ja, das heißt, hier bei diesen Seelenverbindungen, das ist, auch wenn ich mir das seelentechnisch anschaue, das ist eine ganz eine reine Essenz, die da fließt und ihr seid euch halt einfach näher, ja? Und da wird auch einiges gespiegelt, was wichtig ist und natürlich hat man diesen Wunsch, mit diesen Menschen ganz, ganz innig zu sein und meistens wird einem dieser Wunsch natürlich auch am Anfang einmal verwehrt, zumindest eine Zeit, bis man hier einfach aufgeräumt hat und wirklich einmal gelernt hat, wo man vielleicht selbst noch im Kampf drinnen ist, wo man selbst noch vielleicht die Loyalität auf der Schattenseite hat, ja, hier verbunden mit einem Patrioten zum Beispiel, ja, mit einem Soldaten, ja, wo man vielleicht selbst noch Angst vor Gefühlen hat und so weiter und so fort, ja, wo man versucht, vielleicht manches mit der Logik abzuhandeln. Egal wie, hier geht es wirklich darum, einfach in sich anzukommen und zu erkennen, dass hier einfach noch nicht ganz aufgeräumt ist. Ich kriege diese Energie aber jetzt hier mehr bei deinen Seelensternchen, ehrlicherweise. Ich bekomme dich jetzt hier schon viel klarer. Hier habe ich hier noch ein bisschen so die, da habe ich noch so ein bisschen die Gefühlssuppe drinnen liegen. Ja, hier ist schon eine sehr gute Energie. Also ich habe hier schon ein Gefälle liegen. Es ist hier nicht jetzt, dass ich sage, das trifft sich jetzt hier, sondern ich habe hier noch ein Gefälle liegen. Wir haben aber hier auch die Karma-Auflösung, Blockadenlösung, Aura-Auflösung, Aura-Bereinigung, die Spiele mit der Krone. Also hier wird jetzt einfach wirklich in das Potenzial gegangen und eben nicht mehr das Machtspielchen in den Vordergrund gestellt, was glaube ich schon noch ein bisschen hier drinnen war. Also hier tut sich schon was. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, und das haben wir ja tatsächlich auch meistens auch damals schon gesehen, dass diese Seite hier einfach mehr für sich geht oder mehr für sich macht oder einfach, ja, da einen anderen Bezug hineinbringt. Sagen wir es mal so, aber ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Hier ist übrigens wurscht, ob das jetzt Männchen oder Weibchen ist, hier genauso. Ja, ihr könnt sein, was ihr wollt. Wichtig ist nur, du bist die Seite, das ist dein Seelenmensch. Das Missverständnis miteinander, und das sind die Herausforderungen, das Kräftemessen, der Ehrgeiz, die Konkurrenz, das göttliche, weibliche. Hier geht es darum, anzunehmen und sich wirklich zu erfüllt und glücklich zu spüren, sich miteinander. Die 6 steht für die liebende Mutter, für die Liebe selbst, für die Engel, für den liebenden Engel, ja, für den Schutz auch für die Familie. Also hier kommt einiges mit und die Annahme dessen, dass es einfach kosmisch so gewollt ist und du dich quasi wie in Mutters Schoß befindest. Das heißt, dir kann gar nichts passieren, auch wenn hier jetzt einfach Konkurrenz, Ehrgeiz, Kräftemessen, Herausforderungen stattfinden. Was ist das Missverständnis? Das Missverständnis ist, dass du vielleicht dagegen oder ihr beide dagegen angeht gekämpft habt, dass ihr wie eine Symptombehandlung gemacht habt, anstatt hinter die Fassade zu sehen. Ja, das ist die Botschaft, die ich da mitbekomme. Das heißt, hier wurde der Fokus ein bisschen zu sehr auf die Herausforderungen gelegt oder auf das Kraftmessen, auf den Ehrgeiz, auf die Konkurrenz. Vielleicht war da auch ein anderer Partner. Ne? Erfahrungsgemäß waren die Seiten vom Seelensternchen meistens vergeben oder hatten dann eine Partnerin oder einen Partner, wie auch immer, oder auch du. Ja, beide waren auch eine Zeit lang, hatten Partner. Hier liegen. Also hier wurde zu viel der Fokus auf Äußerlichkeiten gelegt, anstatt dahinter zu blicken, in das Herz zu blicken, auf den Plan dahinter zu blicken. So bekomme ich das hier. Was ist aber jetzt euer gemeinsamer Wunsch? Und das finde ich total schön, ja, dass sich die Schleier lichten, dass man hier einfach ankommt, auch für sich, dass man hier erkennt, was waren die Täuschungen, was nicht. Ja, und in Wirklichkeit, dass man hier zwar
mit den Konsequenzen jetzt leben muss, aber daraus etwas Positives schafft. Damit, ja, also die 20 ist dann wie so eine 2.0, und zwar die Zusammenkunft, ja, dass man gemeinsam hier auf der Welt ist und nicht so den Zweifel hat, dass das jetzt schlimm war oder falsch gegangen ist, und auch hier mit der 2 und der 6 wieder in sich zusammenfindet und sich nicht mehr als vergiftet irgendwie auf jeder seiner Position befindet, sondern dass man das wieder als großes Ganzes sieht auf dieser Erde hier. Ja, dass man hier Fruchtbarkeit, da ist eine Biene drauf, dass man die Fruchtbarkeit hineinkommen lässt und dass man eben erkennt, dass das Ganze ein Spiel der Resonanz und des Spiegels war und nicht die Schuld auch dem anderen zuschiebt, sondern erkennt, dass die Sicherheit für euch beide in dieser Zusammenkunft war, um euch aus falschen Sicherheiten herauszuwinden. Also die Sicherheit ist da, dass ihr euch nicht verloren seid, so gesehen. Ja? Und trotzdem aber, dass hier Unkosten und so weiter hierher gekommen sind mit Schwingungen, dass man hier einfach auch Dinge empfangen hat, die man ausgesendet hat, unbewusst oder bewussterweise, was man halt noch in sich getragen hat. Und dass es aber jetzt hier endet, dass man das erkennt, dass es endet und wieder alles auf einen fruchtbaren Boden ankommen lässt. So bekomme ich das da. Ja? Schauen wir mal jetzt auf deine Seite, bevor wir hier in die Seite hineingehen und auch bevor ich jetzt frage mit dem Gespräch von Herz zu Herz, was dir dein Seelenmensch auch auf der menschlichen Ebene, auf der geistigen, ja, Seelenebene, müssen wir immer aufpassen bei Readings, bei Kartenreadings, ne? Wenn wir fragen, wie stehen die Seelen zueinander, die Seelen sind sich ja sehr, sehr verbunden miteinander und das merkt man auch immer. Ja? Das ist tatsächlich auch bei Seelenaufstellungen so, da kriegt man einfach mit, da ist eine liebe Verbundenheit, eine sehr, sehr, ja, manchmal unmenschliche Verbundenheit, wenn man sich so die Situationen dann anschaut, wie sie auf der Erde oft sind. Ich meine, ich hatte das Glück, mit meinen Seelensternchen bin ich sehr, sehr eng verbunden und wir haben auch einen sehr, sehr respektvollen Umgang miteinander. Wir haben auch viel miteinander reden können. Auch wenn wir uns oft nicht verstanden haben, ist es nicht respektlos ausgeartet. Wir haben uns zwar nichts geschenkt und wir haben uns auch, ja, einige Dinge nicht voneinander verborgen, wo wir sicherlich im Nachgang manchmal darauf verzichtet hätten. Aber wir haben tatsächlich, oder zumindest ich von meiner Seite aus, viel gelernt. Und dort, wo ich Kontakt habe, weiß ich tatsächlich auch, dass wir voneinander gelernt haben und dass es einfach stimmig ist. Und das ist wunderschön und das darf fließen und da darf man miteinander auch genießen und einfach auf dieser Erde verbunden sein. Ja. Also bevor wir da in das Gespräch kommen, ist ganz wichtig, dass ich dieses Gespräch auf der irdischen Ebene abhalten werde. Das heißt, seelentechnisch sehen wir hier natürlich auch, lasse ich immer so Impulse hineinfließen, was da wichtig ist. Aber mir ist auch wichtig dann zu sehen, was hält den anderen denn wirklich menschlich irdisch auf? Weil das ist das, was uns tatsächlich menschlich interessiert. Ja, weil dort kommen dann solche Dinge wie, ich habe Angst oder ich habe eine Partnerin, aus der ich mich nicht lösen kann oder. Das ist auf Seelenebene meistens nicht, sondern auf Seelenebene kommt eben meistens die Verbundenheit, die Fürsprache, die Aufmunterung, auch hier weiterzugehen und für sich einfach die Dinge, Themen zu sehen und zu lösen. Und das haben wir natürlich auf der menschlichen Ebene manchmal nicht. Da haben wir auch die Blockaden drin und. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der Sinn ist wirklich hier, dass man sich selbst wiederfindet und dass natürlich du in dein Potenzial hier gebracht wirst. Aber auch natürlich der andere, sofern er das möchte. Aber ich konzentriere mich ja jetzt auf dich. Wie stehst du jetzt? Was ist dein Standpunkt zu der Situation, zu deinem Seelensternchen? Und das konnten wir schon sehen, da kamen die 10 der Wasser, also die 10 der Kelche. Das heißt, da ist schon ein Liebesgeschehen, eine Freude, eine Erweckung. Da ist eine schöne, freudige, gefühlvolle Verbundenheit. Wir haben hier den kleinen Buddha im Wasser sitzen, mit irgendwelchen Kugelchen oder was das ist, mit denen herumspielt. Ja? Und der weiß um viele Dinge, weil wir haben hinten die Wolken, wir haben auch da das Schwammerl drinnen oder den Fliegenpilz oder was ist das? Nein, Fliegenpilz ist das nicht, irgend so ein Schwammerl ist das. Und da geht es irgendwie darum, dass der weiß um Situationen und mit denen spielen kann. Der weiß vielleicht, na gut, vielleicht ist da jetzt irgendein ein Erdstückchen ein bisschen verdorben, aber macht nichts. Ja, auch ein Schwammerl ist ein Gewächs. Ja, und auch ein Schwammerl wächst. Und auch ein Schwammerl kann man vielleicht essen, dient zur Nahrung, wie auch immer.
Ja, auf jeden Fall spielt er da mit Gegebenheiten, spielt er mit Situationen und durchleuchtet die für sich noch einmal selbst, schaut die sich an und lässt da so wie Liebe hineinfließen. Ja, dass da einfach etwas Altes herausgehen kann, finde ich sehr schön. Es kommt auch der Halsbereich, das heißt, da geht es darum, auch vielleicht Dinge nochmal anzusprechen. Vielleicht schaut er sich das an, wie so in einem Gebet, ja, nimmt er so eine Kugel nach der nächsten, schaut sich Situationen an und spricht vielleicht auch da noch etwas. Ja, wäre vielleicht ein guter Punkt für dich, wenn du noch Sachen loslassen möchtest. Ja, dass du einfach in Gedanken einfach auch mit deinem Seelenpartner, mit deinem Seelensternchen sprichst. Ja? Die Gefühle, und da haben wir jetzt die Königin des Feuers, und die trägt halt schon ihr Herz, jetzt, also ihr Herz wie eine Kerze. Ja? Das ist schon etwas, da ist schon Leidenschaft drinnen, da ist schon was da, und die Türe ist nicht verschlossen, sondern da sind Gefühle da, und sie trägt das Herz offen, das Herz ist offen. Aber die Fassade ist da. Das heißt, sie tut so, als wenn nicht. Ja, so kriege ich das irgendwie. Also Liebe ist da, Leidenschaft ist da, das ist alles da. Aber sie hat eine kühle Fassade, sie hat ein kühles Auftreten. Sie zeigt sich jetzt hier von einer kühlen Präsenz. Trotzdem ist das Herz offen, sie trägt es auch offen in den Händen. Ja, wunderschön. Was ist die Angst von dir an dieser Stelle? Und da haben wir die 7 des Feuers, und dass man sich da irgendwie verbrennt, dass man da immer wieder vielleicht kämpfen muss, dass man immer wieder vielleicht so in einer Zwickmühle hineinkommt, dass man vielleicht immer wieder erst erkennen muss, dass man auf einem guten Standpunkt steht und das vielleicht nicht erkennt. Ja? Und dabei bist du hier eine Sensation. Schau dir das Einhorn an. Ja? Das ist ein Einhorn mit königlich geschmückt. Ja? Elfen fliegen rundherum. Und dieses Einhorn hat das Gefühl, auf einem schwarzen Lavaberg zu stehen, wo gar nichts wächst. Und ich habe das Gefühl, das ist manchmal wie so ein, da schaltet sich irgendwas ein, ja, etwas, wo dieses Einhorn sich noch nicht in seiner Fülle sehen kann, ja? Weil sonst wäre es ja hier, sonst würde es sich dann so in etwas sehen. Ja? Und diese Angst, dass man irgendwie da nicht in seiner Fülle ankommt, dass man nicht in seiner Größe ankommt, dass man sich immer verteidigen muss, dass man immer wieder klein gehalten wird, schlecht gehalten wird, auf verbrannten Boden steht, sich immer wieder selbst verbrennt, vielleicht eine Verletzung zufügt oder so, das ist so eine Angst, die schwingt damit, ja, die ist irgendwie präsent, oder vielleicht war hier auch irgendwas, was zwischen euch passiert ist, auf jeden Fall kommt das da so mit, hier ist so eine immer Wiederkehr, die Angst vor einer immer Wiederkehr und vor einem verseuchten Boden irgendwie kommt damit. Was sind deine Gedanken zu der Situation? Und da haben wir den Herrscher. Du bleibst jetzt einfach mal bei dir. Ja, du schaust jetzt auf deine Stabilität, du schaust, dass du in deiner Strahlkraft kommst, du schaust jetzt, dass deine Ordnung für dich funktioniert, dass du jetzt einfach auf dich fokussiert bist. Ja, das macht hier der Löwe, der steht da für sich, der lässt sich nicht mehr umwerfen, der hat das Messer runtergelegt, also das Schwert, der hat jetzt hier keine großartige Lust zu kämpfen. Und der ist aber jetzt auch einer, der sich jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, wie viel bewegt. Ne? Das war jetzt die Löwin. Der Löwe selber ist hier jetzt ein bisschen träge. Das heißt, ist aber nichts Schlimmes. Das sind nur deine Gedanken. Du hast jetzt auch keinen Drang, dich zu bewegen, heißt das in dem Fall, was ja ganz gut ist auch. Ja, finde ich persönlich, kommt hier jetzt von der Energie her sehr gut rüber. Das heißt, du stellst dich hier in deine Stabilität, du verbindest dich hier jetzt mit deinen Reichtümern, mit dem, was dir gut tut, ja, was für dich jetzt alles geht, und bewegst dich aber in die Richtung nicht unbedingt weiter, und das passt auch so, wie es ist. Was ist dein blinder Fleck? Und da haben jetzt die 5 der Münzen, und die 5 der Münzen sind ja so ein bisschen eine Mangelkarte, und da kommt so mit dem Bild das geknickte Selbst. Da haben wir jemanden, der einfach auch mal traurig ist, der einfach sich anlehnen will, der einfach Sehnsucht hat nach mehr, nach Verschmelzung. Da gibt es übrigens, ich liebe ja die Birkenbiel, auch wenn sie schon gestorben ist, aber da ist mir jetzt in letzter Zeit, sind mir wieder viele solche Vorträge hineingespielt worden. Unter anderem, na, auf Facebook habe ich da mal was geliked, und dann kommen die immer, ich liebe dich. Ich sehe das ja, seit ich 18 Jahre alt bin, habe ich die gefunden im Nachtdienst. Und da hat sie mal so das Konstrukt aufgestellt, was ist eine wirkliche Partnerschaft oder wie lebt man Partnerschaft wirklich und wie eben nicht. Und das war ganz cool, weil sie da so gezeigt hat, na, viele haben, und das kam jetzt bei dem Bild, viele haben so den Wunsch zur Verschmelzung. Das heißt, zwei treffen sich und werden wie eins. Ja? Und dabei ist eine Partnerschaft, und so sehe ich das übrigens auch, ja? Ist, dass sich zwei Säulen treffen, ja, oder zwei Welten treffen, die hier miteinander
etwas schaffen, wo sie beide draufstehen, aber jeder hat sein Leben, jeder hat seine Persönlichkeit und man geht hier auf einem wunderbaren Fundament miteinander oder die zwei Welten, die sich treffen, wo man dann einfach so den Schneidepunkt quasi miteinander ausfüllt, aber jeder hat trotzdem seins. Und ich glaube, das ist so der Ausdruck von einer reifen Partnerschaft, wo man wirklich auch bei sich bleiben kann und auch seine Wünsche und Träume auch wirklich zum Ausdruck bringen kann und eben auch nicht in diese Bedürftigkeiten hineinfällt. Und da haben wir aber jetzt als blinden Fleck, haben wir noch ein bisschen so dieses geknickte Wesen. Und ich habe so das Gefühl, dass da eine Sehnsucht dran hängt. Und ich glaube, dass du diese Sehnsucht schon von Kindheit an irgendwie hast, ja, oder weißt davon. Ja? Das ist so ein ganz, es ist wie so ein Schleier, der sich da durchzieht. Wenn ich da hingehe, dann ist das was ganz, was lange schon. Und das ist jetzt gar nicht, dass du so Opfer bist oder irgendwie so in diese Richtung, so, dass du das richtig so arg auslebst. Ich glaube, du bist eine gestandene Frau, ein gestandener Mann, der auch schon gut nach außen hin was spiegeln kann. Aber hier drinnen ist schon so eine kleine, sanfte, aber doch spürbare Leere, die gefüllt werden will. Und zwar von dir in erster Instanz, ja, aber eben noch den Anspruch auch hat, von jemand anderen einfach mal angenommen zu werden, einfach mal nicht stark sein zu müssen, einfach mal sich fallen lassen können und einfach mal angenommen sein. Ich glaube, das ist ein ganz ein elementarer Punkt hier natürlich. Und wenn jetzt hier jemand da ist, der dir spiegelt, dass er dich nicht annehmen kann und so weiter, dann tut das halt irgendwie auch weh oder hat halt sehr weh getan. Und dieser Bereich ist hier noch nicht ganz beendet, deswegen war hier auch der Hausputz da. Ja, das heißt jetzt nicht, dass du in den Selbstoptimierungswahn verfallen musst, aber es darf dir halt einfach bewusst sein, dass du vielleicht einmal auch bewusst einfach hinhörst und hinspürst zu dir, worauf lasse ich mich wirklich ein oder was sind denn wirklich meine Sehnsüchte? Wo drifte ich denn ab, wenn ich gedanklich mal abdrifte? Ja, und dich dort dann einfach mitzunehmen, aufzunehmen und dich einmal wirklich aufzufüllen in dir selbst drinnen und dir diese Liebe nicht da hinüberzuspielen und dort immer die Situationen aufzufüllen mit all der Liebe, sondern dir die 10 der Münzen einmal innerlich in der Art, 10 der Münzen, ja auch die Fülle, die 10 des Wassers, die 10 der Kelche, innerlich einmal hineinzuspülen, um dich aus deinem Inneren heraus so richtig mal zu erfüllen, dass du hier stehst, wie dieses großartige, wunderschöne Wesen, das du bist. Ja, da reagiert gleich der Körper auch darauf, ja, wunderschön. Also, es ist alles gut, ja, aber hier gibt es halt noch ein kleines Thema, was gelöst werden will. Was ist denn deine Verbindung? In der Verbindung, da wünschst du dir halt einfach nur mit der 11, dass jetzt hier ein Ausgleich stattfindet, dass hier jetzt auch deine Meisterschaft geschafft wird, dass hier einfach, ja, ohne Druck, sondern dass da hier einfach eine Balance hineinkommt, dass hier einfach, ja, dein Wunsch ist, dass hier einfach der Neubeginn stattfindet, dass hier einfach eine Erweckung stattfindet, dass hier eine Ruhe einkehrt, dass hier einfach die Vergangenheit auch zum Teil gelöst wird, ja, dass ein neuer Beginn in diese Vergangenheit hineinfließt, damit hier einfach wieder Gerechtigkeit walten kann. Und der nächste Schritt ist aber tatsächlich, dass du alles das loslässt, was hier nicht mehr stimmig ist. Ja. Du hast dir hier halt einfach eine Schatztruhe fertig gemacht, aufgemacht und bist jetzt bereit, auch diesen Schatz ein Stück weit zu verlassen, um deine Fülle wirklich zu erfahren. Und das ist ja ein sehr reifer und sehr schöner Prozess, der da jetzt gerade stattfindet. Wunderschön. Ja. Also wirklich wunderschön. Was ist bei deinem Seelensternchen los? Bei deinem Seelensternchen übrigens, ja, wenn du hier gar nicht in Resonanz bist, ja, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das in Resonanz ist. Ich kann mich noch vage erinnern, dass damals ganz selten, aber ab und zu waren ein paar Kommentare, dass man hier nicht in Resonanz geht, aber das stimmt, ja. Ich sehe hier wirklich die Seelenpaare, die hier sitzen, die miteinander verbunden sind. Und wenn du hier nicht in Resonanz bist, dann bist du es vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche, aber dann ist das nicht dein Reading hier, ja. Hier, wenn du hier jetzt wirklich öfter genickt hast und dir gedacht hast, ja, das betrifft mich auch und stimmt, auch wenn es dich vielleicht manchmal getriggert hat oder so, ja, weil hier bei Mangelthema triggert viele immer wieder, obwohl es gar nichts Schlimmes ist, weil irgendwo haben wir das alle in uns, ja, oder zumindest gehabt, ja, oder phasenweise mal bei irgendwelchen Themen und dann bleib und schau dir das einfach länger an, ja, wenn du da irgendwo in Resonanz bist, dann schau dir diese Themen an, hier, was da jetzt als Gegenresonanz quasi dann dazu kommt, weil dann ist es stimmig. So. Die Sicht auf die Situation von deinem Seelensternchen und das fand ich so schön jetzt irgendwie, weil da spüre ich schon eine Sehnsucht und ich spüre so irgendwie mit den neuen Stäbe ist das so wie der verletzte Krieger und das haben wir hier natürlich in der Karte, schaut das jetzt nicht aus wie ein verletzter Krieger, sondern das schaut aus wie jemand, der so irgendwie
eine Girlande aus Sternchen pflegt. Da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht. Und in so einem dunklen Kämmerchen, vielleicht so ein kleines Versteck in sich selber drinnen, schaut man sich dann seine Errungenschaften an. Und ich bekomme schon, also vom Gefühl her, da war jetzt so eine kleine Traurigkeit, die sich drüber gelegt hat, war das schon so ein bisschen so wie eine Wehmut auch. Ja, eine Wehmut, aber sich das im Versteckten anschauen und schon ein bisschen trauern. Weil man wusste hier schon, dass hier schon ein Potenzial und ein Licht für einen geschienen hat. Und in manchen Situationen nimmt man sich dieses Lichtlein, nimmt man sich dieses Lichtlein her und lasst es auch noch so ein bisschen durchscheinen. Wir müssen jetzt kein Mitleid haben in dieser Situation, aber es war jetzt kurz eine Traurigkeit, die hineingeflossen ist. Das ist auch okay, das darf auch okay sein. Überleg dir mal, wie oft du in deinen Situationen, in deinem Leben traurig gewesen bist und was das dann für ein Potenzial in dir ausgelöst hat, diesen Weg hinauszufinden. Gefühle oder Fluss, was sind die Gefühle hier von deinem Herzenssternchen dir und der Situation gegenüber? Und da haben wir den Messenger, also den Page der Münzen. Und in dem Fall ist es ein bisschen eine freche Energie. Es ist eine neugierige Energie, es ist zwar eine langsame Energie, aber trotzdem eine freche Energie, wo man schon so ein bisschen seine Fühlerchen ausstreckt. Und ich kann mich ganz genau erinnern, ja, wie mein Seelensternchen zum Beispiel oder eines meiner Seelensternchen, ich finde auch, es gibt mehrere nahe Seelenverbindungen, nicht nur eine. Und ich kenne auch meine und die tatsächlich sind auch hier. Und hier in der Situation kann ich mich ganz genau erinnern, wie das war. Ja, und das war wirklich so ein fast ein unverschämtes, freches Ding, weil ich natürlich auch neugierig war und ich habe manchmal wenn ich sage, mein Energiesystem ist wie ein Kanal und da sind manchmal Tore drinnen, die man aufmacht, ne, hatte ich manchmal Tore offen, wodurch sie dann hineinkommen konnte, zum Beispiel das eine freche Seelensternchen, das ich jetzt gerade hier anspreche. Und da war das auch so gewitzt, ja, und hat sich immer mal wieder so eine kleine Brücke geschlagen und ist dann in mein System spazieren gegangen und hat da so ein kleines Picknickkörbchen hingelegt, ja, ich bin halt sehr fantastisch innerlich, ja, so ein Picknickkörbchen hingelegt und alles Mögliche. Und dann musste ich da manchmal wirklich durchgehen und ausreinigen und dann sagen, hallo, das ist mein System, du hast hier nichts verloren, nimm deinen Picknickkorb, ja, und geh da wieder rüber in dein Abteil quasi, in dein Wunschwunderland und hab dann die Türe da wieder zugemacht. Das war aber tatsächlich aus meiner Neugierde heraus, dass dieses Türchen überhaupt offen war. Ja? Und hier scheint mir das schon so, dass derjenige immer wieder vielleicht bei dir andockt und anklingelt, weil die Gefühle schon neugierig in deine Richtung gehen. Man sieht sie auch hier mit dieser Schwere, ein bisschen mit der Traurigkeit, mit der Sehnsucht, manchmal in stillen Momenten. Ja? Und wir sehen es auch hier tatsächlich, die Gedanken, da will man schon irgendwie ankommen wieder bei dir auch. Also man überlegt sich hier schon, ob man es tun wird oder nicht. Das Schiff ist für mich auf der Seelenplan, also da wird auch von der Führung durchkreuzt manchmal. Aber es ist schon so, dass man da im Moment sich in einem vielleicht auch stürmischen Gewässer befindet. Wir haben jetzt hier die Karte, halt nicht die ursprüngliche 6 der Schwerterkarte, sondern hier jetzt die 6 der Luft. Und da ist das Schiff beim Hochfahren über die Wolken, das heißt, da kriegt man Klarheit, da kriegt man Impulse, da wird einem einiges klar, bevor man dann ankommen will. Und so habe ich schon das Gefühl, man versucht hier jetzt ein bisschen aufzutauchen aus einer Schwere, einfach mal Oberwasser zu gewinnen, das ist die Energie, die ich da bekomme, einmal alles für sich zu klären, in Ruhe zu klären, um dann einen entsprechenden Weg zu finden. Ja, also das kommt hier schon ganz stark durch. Und was ist die Angst, was ist der Widerstand? Das Ast des Wassers, der Ast der Kelche, dass man hier wirklich die bedingungslose Liebe finden kann. Wir haben hier das Seepferdchen. Das Seepferdchen ist das Monogamie-Bild schlechthin, ja, wo auch das Männchen hier die Eier pflegt und die Seepferdchen, wenn diese Liebe quasi weg ist, dann suchen die sich eigentlich keinen mehr. Das ist ganz, ganz selten, dass die wirklich sich wieder irgendwie mit jemandem anderen zusammentun, da tun sie sich sehr, sehr schwer. Und das, was ich da mitbekomme, ist, dass hier einfach die Angst drinnen liegt, dass man von dir nie ganz wegkommen wird. Ja? Und dass du schon einen sehr besonderen Stellenwert im Leben des anderen eingenommen hast. Egal, wie man sich verhalten hat, ja, aber das ist einfach die Angst im System. Was ist der blinde Fleck, ja, dass du die Welt sein könntest, dass man damit die Welt haben könnte und diese Klarheit, die das geschaffen werden kann, wo einfach viele Möglichkeiten da sind und wo man sich auch erheben könnte mit seiner Kraft, mit seiner Stärke, mit seinen Schwingen und ist aber nicht da scheinbar. Ja, also das ist der blinde Fleck, dass man da wahrscheinlich die Blockade drinnen hat. Was ist der Wunsch? Der Wunsch ist hier mal in Ruhe in sich anzukommen, die Königin der Erde, einfach mal zu sammeln, aufzumachen, Wärme zu erfahren,
also ganz viel Ruhe kommt mit Ruhe zu erfahren, sich einfach selber mal zu finden und sich selber mal mit der Erde zu verbinden. Also irgendwie ist der Wunsch ganz stark nach Ruhe. Es kommt jetzt immer nur Ruhe. Also ich könnte jetzt die ganze Zeit Ruhe sagen. Irgendwie ist der Wunsch nach ganz viel Ruhe und Erdung da. So, lassen wir es einfach so stehen. Was ist jetzt die Verbindung? Und da haben wir die 5 der Schwerter, die 5 der Luft. Und das ist in dem Fall jetzt eine sehr luftige Karte, wo man halt so herum balanciert, wo man halt in der Luft herumschwingt. Und das, was ich da bekomme, man will sich hier nicht binden. Ja, man ist hier immer so ein bisschen vogelfrei, man ist hier immer so ein bisschen auf dem Absprung. Die 5 der Schwerter sind ja auch so eine... ein Kampf ohne Gewinner und ohne Verlierer, kurz gefasst. Ja. Und in dem Fall kriege ich das hier nicht, sondern man will hier auch aus diesem Kampf raus. Wir haben ja gesehen, irgendwo war da bei euch ein Kampf drinnen, da, im Missverständnis, und da will man jetzt raus. Und das will man aber erreichen, indem man jetzt einfach mal für sich in der Luft ist, vielleicht seine Erde sucht, seine Ruhe sucht, es leicht hat im Leben und sich hier mal nicht binden will. Also man ist irgendwie, man schaut zwar her, aber man hat eine Maske auf und schwebt so ein bisschen herum und versucht jetzt einfach einmal nur mal seine Richtung zu finden und hier nicht abzustürzen und es echt einmal leicht zu haben im Leben. So kommt mir das dadurch. Ja? Und das ist der nächste Schritt von deinem Seelensternchen, und da haben wir die Ruhe, die Ruhe, das Ankommen in der Transformation, in der Balance, die hier stattfinden kann, aber auch die Ruhe fürs Herz, damit das Herz hier wieder sprechen kann und damit man auch gewillt ist, alte Strukturen einmal loszulassen, um aber auch zu erkennen, wo vielleicht ein Schatz vergraben war in einem selber und das wieder für sich zu öffnen. Das ist irgendwie der nächste Schritt. Also auch hier wieder die Ruhe vor dem Sturm. Also wenn ich das jetzt zusammenfassen sollte, sehe ich, dass hier ganz viel stattfindet. Du gehst hier deinen Weg. Auch hier wird immer wieder an dich gedacht. Hier ist eine Schwere drin, da bewegt sich aber einiges im Leben. Da habe ich das Gefühl, da ist irgendwas, was mit deinem Seelensternchen macht, auch wenn es nicht direkt was mit dir zu tun hat. Ich glaube, da im Leben tut sich da einiges einfach auch. Und da ist ganz stark der Wunsch danach, Ruhe und Frieden zu finden jetzt im Moment, um sich einfach einmal zu satteln, um sich mal zu erden und einfach mal zu schauen, was einem das Leben weiterbringt. Ja, so bekomme ich das. Schauen wir mal, was du, dein Seelensternchen, fragen willst. Gut, da habe ich jetzt 2 Fragen, das ist jetzt natürlich doof. Also, Frage 1. Wärst du bereit, deine Ketten zu sprengen und einen Schritt auf mich zuzugehen? Antwort deines Seelensternchens. Das weiß ich nicht, weil im Moment bin ich doch sehr eingedeckt und bin sehr mit Verantwortung belastet. Vielleicht irgendwann, wenn da wirklich Ketten reißen, aber im Moment bin ich hier eher für mich, brauche meine Ruhe, brauche meinen Rückzugsort und bin ein bisschen überlastet. Ich weiß, dass zwischen uns eine Verbindung liegt, aber im Moment ist das eher etwas, wovon ich absehe, wo ich einfach versuche, ein bisschen Abstand davon zu gewinnen. Frage 2. Ist dir bewusst, dass ich meinen Schlüssel in der Hand habe und für mich meine Ketten gesprengt habe und auf dem Weg quasi weg von dir in ein anderes Land oder in eine andere Situation gerade bin, auch wenn ich dir meine Blume da lasse und sage Dankeschön für unser Empfinden? Ist dir bewusst, dass ich meinen Weg hier gehe? Ja, das ist mir bewusst, und ich weiß, dass du hier jetzt die Leine abgelegt hast, dass du dich jetzt hier nicht mehr binden lässt an mich, und ich begrüße das sehr, weil ich wirklich der Meinung bin, dass du hast mehr verdient, und ich bin wirklich der Meinung, dass du hier deinen wünschenden Träumen folgen solltest, dass du hier deine Liebe finden solltest, dass du hier dein Herz aufmachen solltest, um wirklich hier in der Begeisterung in deinem Leben zu stehen. Und ich sehe das mit Liebe an und bin dir wohlwollend gesinnt und beobachte auch deinen Weg, während du in deine Größe gehst, und sage danke auch dafür, dass du diesen Pfad für dich jetzt angenommen hast und annehmen wirst. Vielleicht seht ihr das, es ist hier zweimal das Herz gefallen. Ja, wunderschön. Und hier fließt auch wirklich die Energie, und das ist auch wirklich eine sehr schöne Energie, die hier mitfließt. Was uns das jetzt zeigt, ist, bitte bleib bei dir und geh du wirklich deinen Weg. Ja, in dem Moment, wo du den anderen fragst, ist da eher ist da eher das Cut mit drin. Ja?
Siehst du, dass ich mich aus alten Gefängnissen heraus befreit habe und jetzt mich traue, wirklich aufzublühen und meinen Weg zu gehen? Und dass mir vielleicht die Trennung schwer gefallen hat oder dass mir da immer wieder mal Traurigkeit hineingekommen ist, aber dass es dann eine Notwendigkeit war, tatsächlich, um mich in die Offenbarung zu bringen? Ja, und auch ich sehe mir meinen Bezug zu dir an und auch ich sehe mir mein Familiengeschehen gerade an. Auch ich bin beschäftigt damit, meine Harmonie in mir zu finden, mein Glück für mich zu finden. Und auch hier begrüße ich das sehr, dass du auf dich schaust. Und ja, da kommt jetzt, ich frage natürlich irdisch ab, was ist da los? Aber da kommen jetzt gerade die Seelenantworten. Wir fragen jetzt hier, na, das war jetzt ein bisschen, also seelentechnisch hier wirklich tatsächlich, da ist ein großes Verständnis, eine große Begrüßung, das ist genau das, was ich vorab gemeint habe. Ja. Ich frage aber jetzt trotzdem irdisch gesehen, kriegst du das überhaupt mit, Seelensternchen, dass hier eine Bewegung stattfindet? Nein, bekomme ich nicht mit. Ja, und genau das ist, was ich mir denke. Ich bin im Moment beschäftigt mit meinen Geschichten. Wahrscheinlich ist das jetzt schwierig, irdisch abzufragen, weil irdisch im Moment gerade kein Kontakt vorhanden ist. Ja, deswegen kommt das jetzt automatisch gleich in die Seelenebene gespielt. Ja, ist aber trotzdem wichtig, weil hier ist man in der Heilung, in Verbindungen. Ja, und wird sich über einiges klar, und das soll auch so sein. Also wunderbar, bitte bleib hier auch wirklich bei dir. Ja, ganz, ganz schön ist das hier. Fragen wir noch eine Frage. Ich habe manchmal Angst, dass wenn ich mich jetzt befreie und wirklich meinen Kompass gehe und das alles löse an karmischen Verstrickungen, die zwischen uns ist, dass du dann weg bist und einfach wirklich, ja, weg bist für immer und die Verankerung nicht mehr ist, sondern sich die Verankerung löst dann für immer zwischen uns beiden. Da machst du dir einfach zu viel Gedanken, zu viel Kopf. Vertraue darauf, dass du deinen Kompass folgen darfst, um jetzt in die Heilung zu finden, damit das Glück dann einfach bei dir ist. Und auch ich bin dabei, meine Gefühle für mich zu finden, um aufzumachen und einen Weg zu finden, um für mich in das Glück einzutauchen. Ja, aber jetzt geht's um dich, also finde deinen Weg, geh für dich, lass dich nicht blockieren durch die Loyalität zu mir, sondern finde deinen Weg in dein eigenes echtes Glück hinein. Ja, es wird zu deinem eigenen Nutzen sein, also erlaub dir die Transformation und entscheide dich klar für dich und deinen Weg. Wunderbar. Ihr Lieben, also ich glaube, ich habe das Gefühl, es würde sich jetzt drehen. Wir sind ja hier jetzt bei denen, wo der Kontaktabbruch stattgefunden hat. Ja? Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Bleib bei dir. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in deine Welt treten kann. Und da drehen sich sogar schon die Karten um und fallen einfach so hinein. Dafür kriegst du die Auszeichnung, die Urkunden, alles Mögliche. Und was rausgefallen ist, damit gehst du aus dem Netz der Spinne quasi. Du befreist dich aus einer unangenehmen Situation. Es wird alles gut gehen. Ja, es wird alles gut werden. Trau dich, deinen Weg zu gehen. Hab keine Angst davor. Öffne dir dein wunderschönes, großes Tor und schreite durch mit voller Liebe. Für dich, aber auch für deinen Seelenmenschen, der dir dabei geholfen hat, dich so weit zu finden. Und was dann kommt, lass das einfach dich finden und geh jetzt einfach deinen Weg. Bis dann. Ich bin schon gespannt, was dann als Kommentar auch zu diesem Reading steht. Bis dann, Baba.